Hallo und herzlich willkommen zu einem erneuten Part der Uptime News. Die Themen heute, die ich einmal gerne besprechen würde, sind einmal neues Projekt, was jetzt startet, dann Streaming/Upload-Plan, das Projekt, was dann kommen wird und nochmal den Vorfall mit den häufigen PC-Abstürzen am Freitag. Ja, am Anfang macht es den Anfang macht das neue Projekt, was ab Dienstag startet, und zwar wird das sein Resident Evil Village. Wir haben ja dazu am Freitag das ganze Game schon durchgezockt und das wird dann da auch ab anfangen zu laufen. Jeweils immer 14 und 16 Uhr und eventuell nochmal um 18 Uhr, aber dann auch nur, wenn ihr dicken, fetten Respekt habt. Das heißt, sagen wir so, pro Video eventuell hochgenommen 10 Aufrufe und 5 Likes. So, wenn das kommen sollte an einen von den, wenn da pro Tag ein sowas auf dem Video erreicht wird, dann kommt immer um 18 Uhr noch ein weiteres Video, ist aber kein Muss, das zu erreichen, es kommen ja dann immer daily 2 Videos. Das sollten dann noch insgesamt, sind das glaube ich 80 Parts, die wir aufgenommen haben, und das sollte dann über ein paar Wochen gehen, also mindestens einen Monat lang gehen. Weil das Projekt startet ja und dazu gibt es immer dienstags bis freitags Videos. Da auch nochmal kurz, aber auch kurz noch zum Upload-Plan. Auf jeden Fall, dann komme ich mal dazu mit am besten auch ein Thema, was dazu passt, Resident Evil. Und zwar, warum PC-Abstürze, warum die so häufig waren. Selbst kann ich es mir noch gar nicht erklären. Ich habe zwar öfters mal, dass der PC abgestürzt ist und mir ein Bluescreen angezeigt hat bei Windows 10. Da habe ich auch immer überall nachgeschaut, habe mir extra schon eine Software runtergeladen, die heißt Drivers Easy, womit ich meine Treiber die ganze Zeit aktualisieren kann, damit das halt nicht passiert, weil ich öfters mal so einen Fehler hatte, dass Treiber aktualisiert werden müssen, obwohl es eigentlich gar nicht ist. Und das sind halt rein die Sachen, das sind halt solche Sachen, warum es abgestürzt ist. Aber warum genau, weiß ich auch nicht, warum es bei Resident Evil die ganze Zeit abgestürzt ist. Weil das lief unter 60% 3D-Auslastung. Die Grafikkarte, der Prozessor war bei 60% Auslastung oder so. Die Klappe war die ganze Zeit offen. Keine Ahnung, warum es liegt. Also es kann sein, dass es durch den Bottleneck liegt, weil ich habe ja einen Ryzen 7 2700X und den befeuere ich mit einer 3080 von Nvidia, und da denke ich mal, dass es da ein Bottleneck zu tun hat. Und deswegen ist, vor allem habe ich auch noch einen weiteren Kit, weiteren RAM-Kit drin, aber daran kann es eigentlich nicht liegen. Weil die Probleme sind erst einen Monat später, nachdem ich den RAM-Kit hatte, aufgetaucht. Und zwar habe ich von G-Skit mir nochmal ein 32-GB-Kit vor 2 Monaten geholt, damit ich da ein bisschen mehr RAM auf meinem PC habe. Ich habe jetzt halt 48. Also daran kann es eigentlich auch nicht liegen. Deswegen, da ist es immer noch unschlüssig. Aber das ist die große Vermutung von mir, da lautet halt, dass es halt an dem Bottleneck liegt, den ich halt mit dem Prozessor habe. Wo ich aber bald auch nochmal aufrüsten werde. In Form von einem Ryzen 9 5900X, je nachdem, wann ich die Kohle zu fertig habe, und dann wird das auch kommen. Dann würde ich anfangen mit dem nächsten Projekt, was starten wird, weil wir haben ja noch einige auf unserer Liste, also erstmal die starten werden. Dazu kommt erstmal Far Cry 6, Lego Star Wars Skywalker Saga, sowie Watch Dogs 2 und Watch Dogs Legions. Je nachdem, wann es ist. Far Cry 6 weiß ich im Moment zur Aufnahme am 9.5. um 15.04 Uhr weiß ich noch nichts, wann Far Cry 6 rauskommen soll. Kann auch schon sein, aber ich weiß da im Moment kein Datum. So, dafür war das halt ein Projekt, was die ferne Zukunft auch starten würde. Lego Star Wars die Skywalker Saga ist ja auf unbekannte Zeit verschoben. Ob da jetzt schon was Neues ist, weiß ich auch noch nicht. Habe ich mich auch noch nicht ganz genau informiert. Aber sollte eigentlich noch nichts sein. Und dann kommen wir halt noch zu den anderen Projekten, die halt kommen werden. Das ist halt Watch Dogs 2 und Watch Dogs Legions. Davon habe ich ja jeweils, das Spiel habe ich ja schon. Und auch schon vielleicht gesehen. Und das kann halt dann jetzt auch kommen. Also je nachdem, wie es halt ist. Ich denke mal, da kommt als nächstes dann das nächste Projekt, was kommen wird. Ist auch wieder ein Streaming-Projekt. Und ich denke mal, dazu werde ich sowieso zu den Streaming-Projekts längere Streams machen, die über ein paar Stunden gehen und nicht mehr so kapitelweise, zum Beispiel bei Watch Dogs, wie es ja war am Ende. Ich denke mal auch, dass ich da öfters mal einen 10-12 Stunden Stream raushaue,
und das einfach mal so zocke, bis es halt fast durch ist. Auf jeden Fall wird er dann safe. Wie hat dem Aushaus kommt noch was dazwischen. Auf jeden Fall das nächste Projekt, Watch Dogs 2, werden außer Far Cry 6. Kommt angenommen in 2 Monaten raus. Und wir haben noch nicht Watch Dogs 2 angefangen. Da kommt natürlich sofort erstmal Far Cry 6 oder Lego Star Wars die Skywalker Saga. Ja, und danach natürlich, wenn von den anderen beiden Projekten noch nichts kam und wir haben Watch Dogs 2 durchgespielt, kommt dann natürlich Watch Dogs Legions. Ja, das dann mal dazu für den Projekt, was jetzt nächstes kommt. Und dann kommen wir mal zum Streaming/Upload-Plan. Habe ich ja eigentlich schon am Anfang was gesagt, also zu Resident Evil. Und zwar ist es so geplant, dass halt montags um 14 Uhr die Abtempelung wieder kommt. Deswegen seht ihr es auch gerade um 14 Uhr. Und ja, das kommt dann dazu. Dann kommen Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag jeweils 14 und 16 Uhr Resident Evil Village. Plus eventuell um 18 Uhr mal eine neue Folge oder nochmal um 20 Uhr nochmal eine Folge. Je nachdem, wie euer Support ist auf die jeweiligen Folgen, kann halt noch eine weitere Folge kommen. Das schließe ich nicht aus. Ja, dann Samstag, Sonntag ist nichts geplant. Das ist ein Erholungstag jeweils für mich, weil ich halt dann da immer meistens die ganzen Videos schneide und da öfters mal was zu tun habe mit Family, whatever. Und da ich mich halt gerne ausruhen will. Ja, auf jeden Fall, da ist im Moment keine Videos geplant. So, das hat rein zum Upload-Plan. Ja, und dann kommen wir mal zum Streaming-Plan, der eigentlich diese Woche mal komplett anders ist als die letzten Wochen. Und zwar ist das nur, geht ja nur auf spontane Streams, je nachdem, wie ich Zeit habe, da ich halt diese Woche einiges tun werde, halt die ganzen Videos von Resident Evil Village, alle versuche diese Woche fertig zu kriegen, das sind ja 30 Parts, die ersten 6 habe ich davon schon fertig, die muss ich halt nur noch rendern, für die jetzige Woche, aber bis wenn ihr das seht, sind sie schon alle durchgerendert und schon auf YouTube online, muss ich nur noch freischalten. Ja, auf jeden Fall ist halt das Ende der Woche das Ziel, am besten alle 30 Parts oder wie viel es ganz genau sind, fertig zu haben, dass ich die nur noch hochladen kann und dann einfach nur noch, mir da ein bisschen ruhig Zeit wegnehmen kann und dann halt dann das nächste Projekt anfangen kann, das dann auch dann da zu schneiden. Auf jeden Fall, ja, deswegen halt diese Woche erstmal nur spontane Streams, aber ich denke mal, es wird wieder so sein, dass dienstags eventuell oder donnerstags ein Fortnite-Stream kommt und dann mal schauen, eventuell kommt mal zwischendurch ein anderer Stream außer Fortnite, Rocket League-Stream mal wieder eventuell, Fall Guys oder sonst was. Es gibt ja einige Spiele, die man halt spielen kann, die ich auch auf dem PC habe. Und ja, das rein theoretisch dann da zum Upload, zum Streaming-Plan. Und ja, eigentlich zu allen anderen. Mehr habe ich eigentlich dazu noch nicht zu sagen. Und würde euch noch einen, oder würde dir noch einen wunderschönen Tag wünschen. Egal wann es ist, auch eine gute Nacht, guten Morgen. Auf jeden Fall, ja, haut's rein und ciao.